hier aber nicht mehr lange sicher. Ende. Okay. So. Oh, er lebt immer noch. So. So. Psst. Schieß los. Dass ihm das hier nicht gefällt, ne? Wir laufen hier rum. Oh. Ui. Ah, glaub ich. Wow. Was hier abgeht. Nuklearmaterial. Patronen. Liegt ein Körperteil nach dem nächsten. So, da kommen nochmal vier. Okay, da oben ist die ganze Hütte voll. Aber da müssten wir jetzt nicht unbedingt hin, ne? Nee, 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 nee. Oh. Die ballern aber gut von da oben runter jetzt. Komm. Immer noch nicht tot. Die haben sich getarnt. Da kriegt er erstmal voll den Brecher in den Kopf. Da oben. Da ist doch niemand. Schockangriff! Achtung, sie sind unsichtbar. Achtung, sie sind unsichtbar. So, Achtung, der hat erstmal einen im Kopf gekriegt. Warte, ich glaube, wir werden verfolgt. Gefunden! Von wo, wo, wo? Ach man, der zieht ja gerade weg. Hat sich schön seinen Kopf im Visier. Komm her. So. Guck mal, da oben ist noch einer. Ich würde ihn gern. Bam! In die Nudel, oder? Hat, glaube ich, eh keine mehr. Krieg nochmal einen im Schädel. Nochmal einen in die Schädeldecke. Ja, ich bin auch mal getroffen worden. So. Dass ihn das nicht freut, ne, dass er da hier jetzt keinen Ständer kriegt. Egal. So, wir müssen wohin? Ach komm, lass die mal. Hauptsache ein paar Pünktchen haben wir uns jetzt noch eingesagt. Oh. So. Hund hat natürlich die ganze Zeit nichts mitbekommen. Dass wir hier alle seine Kollegas ausrotten. Er ist am Sleepen. So, und jetzt wird es den nächsten intensiven Kampf geben, bestimmt. Wenn wir jetzt hier gleich mal ankommen, hier oben. Da müssen wir bestimmt rein und hoch. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und... Ach komm, das machen wir doch noch. Entschuldigung, das kommt das. Da machen wir uns schon mal langsam auf den Weg, ne? Komm, das habe ich schon mal gesaved. Müssen wir nur gucken, wie wir dann letzten Endes hier auch reinkommen. In das schöne Ding. Bunker Hill. Karawane oder Raider? Was? Karawane, Raider, nur ich. Was? Was? Ich sagte Karawane oder Raider. Zu wem gehörst du? Nochmal fragen, nur ich. Ich bin
allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Super. Falls nötig, wäre diese Befestigung ein ausgezeichneter Rückzugsort. Siehst du doch. So, also können wir hier handeln. Na, kleiner Mann? Ach, Dame ist das sogar. Ja, komm, wir sind mal so nett und gehen mal aus diesem Anzug raus. Die ganze Zeit hier mit diesem Anzug rumzulaufen, ist natürlich auch nicht gerade nett. Reden. Entschuldigung? Hast du viel zu tragen? Ich kaufe und verkaufe alles, was das Herz begehrt. Handeln. Zeig mal, was du so hast. Wenn dir was gefällt, greif zu. Mein Angebot wechselt ständig. Okay. So, was haben wir denn? Freund des Ödländers. Okay, das braucht man nicht unbedingt. Black Ops Oberteil. Oh, kostet auch nur 6.500. Nö. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Okay, was haben wir hier? Zerstörter linker Arm. Karte. Was mich interessiert, ist höchstens ein Stärke und ein Ausdauer. Der Black Ops, das Black Ops Oberteil. Brustteil. Gucken, ob wir dafür nochmal wiederkommen. Hier haben wir noch unsere Mission. Hallo. Grüße, mein Freund. Dürfte ich fragen, ob du vielleicht einen Geigerzähler hättest? Hab keinen. Ich hab einen. Warum fragst du? Gegenzeichen. Meiner ist in der Werkstatt. Du? Ich hätte mit einer feminineren Person gerechnet. Okay. Du gehörst zu unseren gemeinsamen Freunden, nicht wahr? Brauchst du Hilfe? Verdeckt sprechen, ganz recht. Gehöre zu Railroad. Verdeckt sprechen. Gehen wir mal davon aus. Natürlich. Du bist neu, oder? Du musst nur wissen, dass das hier der erste Halt für alle neuen Pakete ist. Also ist es wichtig, dass hier alles sicher abläuft und es keine unnötigen Verzögerungen gibt. Warum hier starten? Verdeckt sprechen. Verzögerungen sind schlecht. Genug drumherum geredet. Keiner mag Verzögerungen. Ist schlecht fürs Geschäft. Mein aktuelles Paket ist jetzt schon deutlich zu lange in meinem Besitz. Ich soll das Paket an einem Ort in der Nähe abliefern. Aber Raider verkomplizieren die Angelegenheit. Könntest du also... Ort der Lieferung wechseln, verdeckt sprechen, so gut wie erledigt, nur der Schläger... So gut wie erledigt. Muss ich also nur ein paar Raider umnieten? Schon erledigt. Ich mag dich jetzt schon. Wir sollen nachts liefern. Wir treffen uns also nach Sonnenuntergang, sobald du die unerwünschten Elemente beseitigt hast. Dufte. Stockton. Sichere den Übergabepunkt. Dann kommen wir zu dir. Hallo. Eigentlich wollte ich ein bisschen handeln. Was geht? Hallo. Du wirst sehen, ich bin sehr hartnäckig. Kennen wir uns? Lass mal hören. Ich höre zu. Lass mich in Ruhe. Lass mal hören. Lass mal hören. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Nach allem, was ich höre, könntest du geeignet sein. Belohnung. Ich habe nichts gegen Gefahr, solange die Bezahlung stimmt. Du erhältst den Einstiegslohn, wie alle anderen. Solltest du so nützlich sein, wie du sagst, können wir über eine Erhöhung sprechen. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Super, aber das werden wir noch nicht machen, wenn wir diesen Kollegen dabei am Start haben. Hat doch hier was gegen, ne? Hat hier was gegen solche Typen wie ihn. Original verschweißter Wunderkleber, also Kleber brauche ich immer. Eigentlich würde ich hier den gern abziehen, aber dann gibt's nur Ärger. So, wollen wir noch irgendwas? Was ist denn hier? Bringt nichts. Werkzeugkeller, unzugänglich.
Okay, unzugänglich. Dann können wir uns ja mal langsam hier wieder um unseren Anzug schmeißen. Die Kollegen ausrotten. Unser Helm ist Das also nenne im ich Arsch. allzeit bereit. Der Ernst hat das gefallen, dass wir unseren in unseren Anzug schlüpfen. Karte. Also hier sagen wir einen sicheren Treffpunkt. Das ist hier. Richtig, richtig. So, machen wir uns da schon mal hin. Kommen wir hier drüber? Ja, kommen wir. Alles gut. Okay, da sind dann also Mutanten. Und da waren wir doch schon, oder? Hier in dem Bereich. Dann müssen wir nur noch das Hochhaus dann da fertig machen, oder was? Weil hier haben wir doch schon alles. Wow. Rechter Arm. Jetzt müssen wir nur mal treffen. So, der ist schon mal platt. Das hat aber nicht Bumm gemacht. Unser Bein ist im Arsch. Hilfsmittel. Nehmen wir uns doch mal ein bisschen Fleisch, oder? Ein bisschen Steak. Sherry möchte ich jetzt ungern benutzen. Warum schießt er nicht? Oh. Erlöser. So. Deine Planke, gib mir die mal. Und da. Ui. Ui, 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 ui. Oh. So. Königsfleisch, also es gibt uns schon sehr, sehr viel wieder, ne? Dieses Königsfleisch. Wow, ich glaube, ich sollte mir mal dann doch lieber ein Steampack wegpfeifen. Ich bin gleich nämlich tot. Ich müsste aber auch mal treffen, würde ich sagen, ne? Warte, ich habe 10 Glück durch meine Rüstung, ne? An sich. Und dann trifft er noch nicht mal. Das geht mir jetzt richtig auf den Sack. Sherry Cola, weg damit. So, das pfeifen wir uns auch nochmal eben weg. Komm, Stealth Boy. Guck mal, nur 48%. Ich bin genau bei ihm. Hier. Bounce. Super. Das hat mir richtig geholfen. So. Nehmen wir mal mit. Befehl der Supermutanten, Kronkorn, Fusionsgranate, gebündeltes Lasergewehr. Unsere Rüstung ist Schrott, fast. Die können wir nachher auch erstmal mit dem Sanctuary wieder reparieren. Kommen wir hier so rein, jo. Gefahr, wo ist denn hier noch jemand? Gefahr, Gefahr, hier drin oder was? Waiters.
Bounce, Alter, da hast du einen in die Flippe gekriegt, ne? Bounce, da kriegt der nächste einen in die Flippe. Komm, Alter, komm ein bisschen hoch. Back. Endlich. Endlich. Unser Kollege trifft. Er trifft. So, mehr brauchen wir nicht. Ne? Aufgeräumt. Dann die Schamanen kommen und dann geht's zur Sache. Aber wir müssten jetzt hier aufgeräumt haben, oder? Wir müssen noch hier nichts mehr machen müssen, oder? Hier oben ist anscheinend nichts und back. Dann sage ich mal, oh, guck mal, wie sie hier liegt. Erstmal Popo, erstmal voll eine in dem Popo. Popo. Sadomaso-Spielchen mit, ne? Mit Säckchen. Oh, zack. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal ein kleines Kettchen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Let's play Fallout 4. Danke, dass ihr eingeschaltet habt bei Games.